das ist also Ihr Studio. Ha, toll. Aber das ist ja nur das Kleine. Wir haben ja noch ein großes. Na, das würden wir uns dann auch gern mal anschauen. Ja, kein Problem. Selbstverständlich. Das ist es hier. Ach ja, doch. Ganz schön geräumig. Naja, es kann immer ein bisschen größer sein, nicht? Und was genau möchten Sie bei uns machen? Naja, Sie sehen ja, wir sind bald zu dritt. Und ich möchte das Aufwachsen unseres Kindes gerne von professionellen Filmemachern dokumentieren lassen. Es handelt sich also um ein Projekt, das über mehrere Jahre gehen soll. Da sind Sie genau richtig bei uns. Schön. Die Kameras sind doch wohl die neueste Generation? Ja, ja, die allerneueste. Wissen Sie, wir wollen es wirklich nur vom Feinsten haben. Das soll eine echte Hochglanzproduktion werden. Kein Problem, Sie werden jubeln vor Begeisterung. Ah! Was ist denn los? Ich glaube, es geht los. Was geht los? Die Wehen! Was, hier im Studio? Bitte, mit dem Stuhl oder sonst was. Au! Soll ich hier ein Glas Wasser holen? Bitte, rufen Sie einen Krankenwagen. Sie wollen doch wohl kaum, dass das Kind hier zur Welt kommt. Na, auf keinen Fall. Oder sollen wir das auch drehen? Natürlich nicht. Bitte, 112. Ja, hallo? Es geht um einen Notfall. Hier ist eine Frau, die bekommt gleich ein Baby. Es geht schon wieder. War wohl doch falscher Alarm. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Und der Auftrag? Wir melden uns dann in ein paar Tagen nochmal. Vielleicht sollte das Kind erstmal zur Welt kommen. Tja, wenn Sie meinen. Na komm, dann zeig mal unseren Nachwuchs. Hier? Und hier. Wunderbar, Schatz. Damit ist der Urlaub gerettet. Von den beiden Schmuckstücken leisten wir uns einen Luxustrip nach Hollywood. Ja. Zweimal hätte ich mich mit dem Brett fast aufs Maul gelegt, weil die ganze Stadt voller Schlaglöcher und Huckel ist. Ja, ich weiß schon, ob ich lieber mit dem Bus fahre. Na, Hauptsache für Flüchtlinge ist Geld da. Wo ist Holger eigentlich? Was ist mit dir los? Ist dir übel? Ja, nun raff dich mal auf. Wir haben Drehwurzel bereiten. Obwohl ich darauf ungefähr so viel Bock habe wie auf einen Einlauf mit Schmierkäse. Ja, drehen ohne Kameras ist schlecht, ne? Wieso ohne Kameras? Wo sind die denn? Weg! Wie weg? Was soll denn das heißen? Jetzt sag mir nicht, du hast aus Geld nur die Kameras auch noch verkauft. Hallo, wir sind ein Studio. Oder sollen wir künftig die Bewegbilder mit Kreide auf eine Schiefertafel kratzen, oder wie? Sie wurden uns geklaut. Nein! Doch! Oh Gott, kommen jetzt auch noch die Bullen ins Haus? Ja, als wenn das noch irgendwas bewirken würde. Die sind längst über alle Berge. Was, die Bullen? Die Diebe. Ach so. Ja, trotzdem. Dann rufe ich eben die Bullen. Und du packst dein Gras weg, bevor es hier wieder Stress gibt. Fange ich mit der Beweismittelvernichtung wohl am besten gleich an, wa? Was? Und dann kamen sie hierher, sagten, es sei falscher Alarm gewesen, sie würden ein paar Tagen wiederkommen und weg waren sie. Es müsste ihnen doch aufgefallen sein, dass sie zwei Kameras mitgenommen haben. Ja, ist mir aber nicht aufgefallen. Und Zeugen für all das gibt's natürlich auch nicht. Nein, leider nicht. Ihrer Firma geht es nicht besonders gut, oder? Was soll das denn heißen? Wollen Sie meinem Chef hier irgendwas unterstellen? Beruhigen Sie sich, ich stelle nur Fragen. Irgendwie gefällt mir Ihre Betonung dabei aber nicht. Wir haben das jetzt hier mal als Strafanzeige Ihrerseits aufgenommen. Aber ich gehe ja davon aus, dass Sie versichert sind, oder? Ja, natürlich. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht bei so teurer Technik. Leider nicht mehr, nein. Was? Wieso? Na, du weißt, wir müssen überall sparen. Ich habe die Versicherung gekündigt. Na, super. Ja, ohne Kameras können wir unser Studio endgültig dicht machen. Wie sollen wir denn die Fläche sonst hier nutzen? Naja, Sie könnten das doch fremd vermieten, an Flüchtlinge zum Beispiel. Wie Flüchtlinge? Die Stadt zahlt gut für solche Unterkünfte. Sie sind froh, wenn sie irgendwo jemanden unterbringen können. Teilweise läuft das inoffiziell, was natürlich kein Thema für die Medien sein soll. Ja, so weit kommt's noch, dass wir hier zur Herberge werden für Terroristen. Die planen denn von hier aus das nächste 9/11. Kennt man doch von Hamburg. Bitte unterlassen Sie solche Äußerungen. Das sollte ja nur ein Tipp sein. Danke schön. Wir werden mal drüber nachdenken, nicht?
Flüchtlinge aufnehmen. Was haltet ihr davon? Holger, du wirst doch wohl nicht hoffentlich auch nur einen Gedanken ernsthaft an diese Schnapsidee verschwenden. Ja, warum denn nicht, wenn wir zumindest vorübergehend den Laden hier halten können? Und dann sind die Mikros und die Regietechnik auch noch weg, oder was? Super! Moment mal! Was denn? Wieso ist denn die Polizei schon wieder bei Ihnen gewesen? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Eine ganze Menge! Ich bin hier der verantwortliche Hausmeister auf dem Gewerbehof. Uns wurden unsere Kameras geklaut. Also ich habe hier heute keine Ausländer gesehen. Und wenn, dann hätte ich die vom Hof gejagt. Das waren keine Ausländer, das war ein deutsches Pärchen. Sie haben nicht irgendwas beobachtet zufällig? Nein. Komisch, wo sie sonst immer alles und jeden im Visier haben. Also durch diese ganzen Ausländer und Flüchtlinge werden jetzt sogar schon die Deutschen zu Dieben. Ach. Na, dann müssen sie ja ihren Laden bald dicht machen. So ohne Kameras. Obwohl, dann zieht endlich mal wieder ein solides Unternehmen ein. Filmstudio. Braucht kein Mensch. Ja, sorry, wir sind zu spät, wissen wir. Der Bus fuhr nicht. Da war eine Demo gegen Ausländer. Es war eine Demo gegen Flüchtlinge. Flüchtlinge, Ausländer, das ist doch dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Ihr werdet eh nicht gebraucht, die Kameras sind geklaut worden. Was? Die Kameras sind geklaut worden. Ah, okay, ich hab's ja verstanden. Wie geklaut? Eingebrochen? Nein, Blödheit. Und zwar meine eigene. Ist egal. Ich will kurz zu den Cinegeist gehen und schauen, ob ich eine Kamera billig geliehen bekomme. Cinegeist? Die haben Technik von vor 10 Jahren. Moin Hartmut. Hallo. Und was macht das Stecknadelgeschäft bei meinem Lieblingsnachbarn? Welcher Nachbar? Ja, hallo, wie viele Nachbarn haben wir denn, die mit Stecknadeln handeln? Ich dachte eigentlich nur ich. Ja, eben. Und, wie läuft's? Gut. Ich bin sehr zufrieden. Hab gerade eine große Lieferung nach Afghanistan aufgeschickt. Afghanistan? Das ist ja ein tolles Ding. Wir schicken den Stecknadel, den bekommt er für Flüchtlinge. Puh, super. Hä? Wieso Flüchtlinge? Mensch, in Afghanistan gibt's doch keine Flüchtlinge, Nils. Afghanistan, Flüchtlinge, logisch. Argentinien. Ich hab Argentinien gesagt, da habe ich die Lieferung hingeschickt. Eben war's doch noch Afghanistan. Oh, ja, ich verwechsel die beiden Städte immer. Ich hab gehört, euch wurden Kameras geklaut. Woher weißt du denn das nun schon wieder? Hat mir die da erzählt. Moin, moin, Herr Pökelmann. Moin. Ist das nicht schlimm mit diesem Diebstahl? Beckmann. Der Name ist... egal. Und ja, es ist schlimm. Sie haben nicht zufällig was gesehen? Auto, Kennzeichen, irgendwas? Nein, mein Dienst hat doch erst vor 15 Minuten begonnen. Ach. Und was machen Sie denn jetzt ganz ohne Kameras? Das ist ja so, als ob man mir meinen Wischmopp klauen würde. Da würde ich auch nicht mehr arbeiten können. Gewischmopp klauen, der ist gut. Ja, der ist sehr gut. Mit dem Unterschied, dass Ihr verschissener Wischmopp nur 3,50 kostet und unsere beiden Kameras zusammengenommen 10.000 Euro. So sieht's aus. Und jetzt gute Verrichtung noch. So einfach ist das natürlich nicht. Da müssen diverse Kriterien erfüllt sein. Wir sind ohnehin nur interessiert, weil wir wissen, wie viel Kohle dabei rumkommt. Es geht uns gar nicht ums Geld. Wir wollen ein Zeichen setzen. In unserer Gesellschaft sollte man Toleranz und Mitmenschlichkeit aktiv vorleben. Also wenn überhaupt, dann hätten Sie wohl am ehesten eine Chance, wenn Sie bereit wären, Härtefälle aufzunehmen. Härtefälle? Was heißt das denn? Naja, Flüchtlinge, die unangenehm aufgefallen sind. Die sich nicht anpassen können. Flüchtlingsheim zum Beispiel. Die Stadt ist natürlich froh, wenn sie sie auslagern kann. Na super. Gewaltbereite Extremisten und Gotteskrieger. Am Ende muss unsere Putzfrau noch eine Burka tragen. Na, Kopftuch trägt sie ja schon. Naja, also oft handelt es sich auch einfach um traumatisierte Menschen, deren Leben aus der Spur geraten ist. Wir kategorisieren da in 3 Klassen. Klasse A sind die Integrationswilligen, die sich anpassen können. Bei Klasse B sieht das Ganze schon etwas schwieriger aus, aber immerhin besteht noch Hoffnung. Naja, und dann gibt's noch Klasse C. Ja, ich verstehe schon, die Unangenehmen, die sich nicht anpassen können. Ganz recht.
Aber mal unter uns gesagt, die Stadt ist froh, wenn sie die Situation in den Flüchtlingsheimen befriedet bekommt. Momentan ist ja auch Wahlkampf und niemand mag unangenehme Schlagzeilen. Insofern, wenn Sie bereit sind, Flüchtlinge der Klasse C aufzunehmen, sehe ich da sehr gute Chancen. Allerdings ist das eine konspirative Angelegenheit. Sie müssen dann eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Sehr clever. Sie sind das Problem los und unser Studio gilt nachher als Brutstätte für Selbstmordattentate. Der finanzielle Aspekt ist dabei natürlich nicht zu verachten. Hierbei handelt es sich um die Summe, mit der Sie rechnen können, wenn Sie 4 Flüchtlinge der Klasse C aufnehmen. Ich werd verrückt. Zugegeben, natürlich ist das eine stattliche Summe. Das ist sehr verlockend, gar keine Frage. Aber willst du dir wegen der Penunze die Achse des Bösen, die Abgesandten vom Islamischen Staat ins Haus holen? Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht sind die einfach nur gewalttätig oder ganz normal irre. Ganz normal irre? Ja, geht's noch? Was soll das denn heißen? Statt dass die mir vor laufender Kamera den Kopf abschlagen, werde ich im Fahrstuhl einfach nur geschächtet oder wie? Mann, die Stadt ist froh, wenn sie die Freaks von der Backe hat und wir dürfen uns mit denen dann abärgern. Ich weiß nicht. Das Geld würde uns sehr gut tun in unserer Situation. Ich habe ja einfach nur die Befürchtung, dass wir am Ende draufzahlen, Holger. Und ich will nicht am Ende wieder sagen müssen, habe ich doch gesagt. Ja, dann sag's halt nicht. Guten Tag, Alsterfilm. Wo finde ich das? Ja, moin, moin. Hier oben im ersten Stock. Wow, sehen Sie aber schick aus. Das hat etwas mit innerer Überzeugung zu tun. Anstand ist etwas, das heutzutage viel zu wenig gepflegt wird. Ich denke, das liegt daran, dass unsere deutschen Tugenden zu sehr durch diesen Multikulti-Wahn durchschwemmt sind. Deutscher Anstand setzt sich einfach nicht mehr durch. Ja, aber mein türkischer Gemüsehändler, der ist immer sehr nett zu mir. Der wünscht mir sogar einen schönen Tag und er hält mir sogar die Tür auf. Hm? Tja, ist ja auch kein Wunder. Der will ja auch Ihr hart verdientes Geld haben. Hier, informieren Sie sich. Wir sind eine junge Hamburger Bewegung, die etwas bewirken möchte. Und zwar für unsere deutsche Bevölkerung. Hagebutt, Hamburger gegen Burkhardts und Terroristen. Ja, gegen Terroristen, das finde ich gut. Endlich engagiert sich mal einer. Alter, mit der alten Mühle sollen wir drehen? Die war vor 10 Jahren oder so das letzte Mal das aktuellste Modell. Ist klar, Kassette. Damit hat mein Großvater noch gefilmt. Ja, die Leihgebühr für diese 4K-Mühle war Holger zu teuer. Der will die nur leihen, wenn wir auch einen großen Brocken an Land ziehen. Apropos, wollte er nicht heute so ein Hansel vorbeikommen wegen so einem Image-Film? Ja, dem können wir dieses Museumstück natürlich nicht zeigen. Ja, du bist lustig. Und was ist, wenn er unsere richtigen Kameras sehen will, die wir nicht mehr haben? Ja, dann sagen wir eben, die sind alle in Benutzung beim Außendreh. Fertig. Ach du Scheiße, das ist er bestimmt. Ja, nun pack weg das Ding. Ja, wohin denn? Ja, irgendwo hin. Schönen guten Tag, der Herr. Mhm. Wienand, wir haben einen Termin. Ja. Ja, ja, wissen wir natürlich. Aha, wegen dem Imagefilm. Wegen des Informationsfilms, bitte. Richtig, irgendwas mit I. Es geht darum, unsere deutschen Bürgerinnen und Bürger aufzuklären. Ihnen sozusagen mit unserer Bewegung zur Seite zu stehen. Bewegung? Mhm. Also hat das was mit Sport zu tun? Nein, nein. Hagebutt ist eine Bürgerbewegung. Wir wollen ein schöneres und freies Hamburg. Moin. Oh, Kundschaft. Oder bringen Sie vielleicht frohe Kunde bezüglich 2er Kameras? Nein, nein, das ist der Herr von Pfefferminz? Hagebutt. Meier. Ach stimmt, wir hatten telefoniert, Sie wollten heute vorbeikommen, ja. Ja, es tut mir leid, die letzten Tage waren leider sehr chaotisch. Das ganze Land versinkt im Chaos, aber dafür sind jetzt wir da. Unsere beiden Kameras sind gerade im Außendreh. Naja, sozusagen. Ja, und was ist das nun für eine Kamille-Geschichte? Hagebutt, das steht für Hamburger gegen Burkas und Terroristen. Hagebutt? Schreibt man das nicht mit Doppel-T? Na, freut uns ja, dass Sie das bei uns machen möchten. Sie haben ja schon gesagt, Sie möchten einen hochwertigen Film drehen mit bester Tonqualität und bester Technik. Das Ding soll Kinoqualität haben. Da sind Sie genau richtig bei uns. Holger, kann ich dich mal kurz unter 4 Augen sprechen, bitte? Wieso, wir sind gerade in geschäftlichen Verhandlungen. Ja, genau darum geht's auch. Sag mal, das ist ja wohl nicht dein Ernst, diesen Typen hier bei uns diese Nazi-Scheiße abziehen zu lassen. Nazi-Scheiße, die engagieren sich gegen Flüchtlinge. Du warst vorhin selbst noch gegen Flüchtlinge. Ich war überhaupt nicht gegen Flüchtlinge. Ich halte nur nichts von der Idee, die hier gleich bei uns einzuquartieren. Du hast gesagt, die klauen alle.
Ich hab gesagt, Polacken klauen alle. Und ich fühle mich überhaupt nicht wohl bei dem Gedanken an diese Härtefalltypen, die die Behörde uns aufs Auge drücken wollte. Hast du gesehen, wie der gekleidet ist? Hast du seine Schuhe gesehen? Der tut richtig Geld raus. Da ist mir doch die politische Gesinnung egal. Außerdem muss unsere Firma ja nicht im Abspann des Films erscheinen. Ach, und wenn doch? Da fällt uns schon irgendwas ein. Ich bin sicher, wir können ihm richtig Geld aus dem Kreuz leiern. Mit solchen Typen Geschäfte machen? Dafür ist mein alter 68 aber nicht auf die Straße gegangen. So, wir können das denn so machen. Ah, sehr schön. Freut mich. Dann würde ich sagen, klären wir direkt das Finanzielle, oder? Ich kann nicht mal unsere Tagessätze nennen und die Nutzungsgebühren für unser Equipment. Nein, nein, wir würden das gerne anders regeln. Wissen Sie, wir sind noch eine recht kleine Organisation und haben nicht allzu viel Budget. Daher wäre mein Vorschlag, wir drehen das bei Ihnen kostenlos und dafür setzen wir Ihren Namen ganz groß und sehr gut lesbar in den Abspann. Ich meine, wäre Werbung für Sie. Erst bei uns diese braune Nazi-Seite drehen wollen und dann noch nicht mal Geld raus tun. Ich glaube, es geht los. Wir verzichten dankend auf Ihr Angebot. Räubusch, allein dieser Name schon. Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Das sollten Sie wissen. Und ich schwöre Ihnen, eines Tages werden Sie das bereuen. Das Einzige, was ich jetzt schon bereue, ist, in die Hand gegeben zu haben. Also sowas. Den haben wir heim ins Reich geschickt. Der kommt bestimmt nicht wieder. Na, hoffentlich, ey. Meine Fresse, machst du vielleicht was mit, ey. Aber wirklich. Also ich weiß nicht, wie das mit Ihnen weitergehen soll. Sie sind schon wieder aus der Flüchtlingsunterkunft rausgeschmissen worden. Es ist wichtig, dass Sie sich anpassen. Sonst kann sich das negativ auf Ihren Flüchtlingsstatus auswirken. اگه کسی از وطن داره این زنش بزنه که مش میزنم ددانش چون به خاطر نام از افغانستان اومدم بیرون چون نمیتونستم با همچی احمقای زیر یک چتر زندگی کنم. Es geht darum, dass Sie sich unauffällig verhalten. چرا اصلا همچی آدمایی در کشورتون راه میتین؟ اونا از مهمان نوازی شما سو استفاده میکنن. بجاش ما رو تهدید به بیرون انداختن میکنه. همه توریستا اجازه دارن اینجا بمانن. عجب کشور عجیب غریبی هستن. اصلا چرا چیزایی که من میگم به اینا نمیگی تو؟ Wir haben inzwischen echte Schwierigkeiten für Sie, eine Unterkunft zu finden. Sie wollen doch sicher nicht im Winter im Freien übernachten. اصلا برام مهم نیست. زمانی که بم چپ راست منفجر میشد، من مثل یک خرس میخوابیدم. واقعا حالا؟ تو که وقت جنگ بود چیز نمیفهمیدی؟ اصلا اوتو نیست. سریع اون چیز در جیبت بان. Würden Sie bitte Ihrem Freund sagen, dass er das Mobiltelefon wegstecken soll? میشه به اینا بگی من چی گفتم؟ Wir werden uns schnellstmöglichst bemühen, eine Lösung zu finden. Aber es wird natürlich immer schwieriger. Das gilt nicht für Ihren Freund. او اصلا نمیتونه بدون ما طاقت بیاره. ما به تنهایی از عده خود برآمده میتونم. آه، کشور اسلامه حتما برای حق انسانیت هست. واقعا حالا؟ آدم دارمانم آرزو میکنه کاش که برای بعض زنها حجاب میبود. همه چیز درسته؟ بله دوباره وضعیتش کمی خراب شد. هیچ صدمه روی جنگی دیده؟ شما اینجا چی میکنین؟ شما مشکل دارین؟ کم پناهنده نمیخواید ما دوباره اونجا باشیم. یه مرد چیغ میزند. دکتر میخواید ایره با دوا آرام کند. اما ما نمیخوایم. یک راه حل نشد. دیکتاتوری یادتان رفته؟ حالا با تمام قدرت خواهیدی. Erstaunlich für eine Behörde, dass sie uns einen Tag nach unserer Anfrage bereits eine Mitarbeiterin zur Besichtigung schickt. Tja, die Warteliste ist lang.
Die Warteliste für Unterkünfte? Nein, für Flüchtlinge. In unserer engen Stadt Hamburg ist es schwierig, überhaupt ein passendes Quartier zu finden. Und in den Flüchtlingsheimen herrschen extreme Konflikte. Daher ist jetzt Dezentralisierung unsere Strategie. Ja, das ist unser Studio 1 hier. Ja, sehr interessant. Und könnte ich jetzt die Schlafräume für die Flüchtlinge sehen? Wie, das ist der Schlafraum? Das hier? Ja, was haben Sie denn erwartet? Eine Luxussuite mit Sauna und Jacuzzi? Ja, es gibt schon gewisse Mindestanforderungen, zum Beispiel was die sanitären Einrichtungen anbelangt. Ja, Toiletten haben wir. Ja, sogar für Herrn und Damen getrennt. Und wo sollen die Flüchtlinge schlafen? Auf diesen ausgedienten Sofas etwa? Das ist doch kein Problem, wir können ja Matratzen hinlegen. Das hier hat doch noch nicht mal das Niveau einer Notunterkunft. Geschweige denn einer Einrichtung, in der Flüchtlinge Wochen oder gar Monate untergebracht werden können. Aber da Sie sich bereit erklärt haben, Flüchtlinge der Klasse C aufzunehmen, sind Sie damit noch nicht aus dem Rennen. Mutig übrigens von Ihnen. Ich habe da schon von einigen heftigen Charakteren gehört. Tja, wir sind eben äußerst barmherzig und sehen nur das Gute im Menschen. So, das ist unsere Bar hier. Mit einer Kochecke, wie Sie sehen, und einem Kühlschrank. Sind auch Getränke drin. Naja, das Bier ist eigentlich meins. Hab natürlich kein Problem damit, wenn sich da mal hin und wieder eine Flasche von rausnimmt. Aber nicht, dass die hier anfangen, ihre Kriegserlebnisse in meinem Gerstensaft zu ertränken. Moslems trinken keinen Alkohol, da brauchen sie sich schon mal keine Sorgen zu machen. Das ist ja kein Wunder, dass die ständig auf blöde Ideen kommen und sich lieber in die Luft sprengen. Also bitte, solche Äußerungen sollten Sie wirklich unterlassen. Ja, wie ist denn das? Können wir uns da einen aussuchen? Lernen wir die Damen und Herren vorher mal kennen? Es sind nur Männer. Frauen kann man das hier nun wirklich nicht zumuten. Und nein, also da müssen Sie schon die Katze im Sack kaufen. Oder den Moslem im Sack, wenn Sie so wollen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin als Ihre Ansprechpartnerin für Sie da, bin auch hier mal vor Ort für Sie. Und natürlich stellt unsere Behörde Ihnen einen Dolmetscher, sodass Sie sich mit den Flüchtlingen verständigen können. Hey, du bist dort? Ich bin hier, ich bin hier. Hey, همه چیز خوب است. اگر مشکل پیدا میکنه. آرام شو. عرض بیان دارم از او است. دنکه. دنک شون. هی وحی. هی فریدون. باورم نمیشه. چه وقت میشه بالمان هستی؟ چند وقتی هست. کجا زندگی میکنی؟ جایت کجا هست؟ در خانه یکی از رفیقا. از او جمع باید بیرون بیام. برش خیلی سخت و دشوار است. به خاطر چه خطرناک؟ آها، تو غیر قانونی اینجا زندگی میکنی. ما بدبختی آورده، میخواستم سوئد برم، از اونجام رد شدم و حال هیچ شانسی در آلمان ندارم. او لعنتی، حال میخوای چیکار کنی؟ من از جنگ قصر در رفتم، نجات پیدا کردم، حال دایی هم کامیاب میشم. ما هم چند روز آینده به یک جای کوچک میریم، شاید بتانیم امروی خود تو رو ببریم. نه گمش کن، نمیخوام شما دوچار مشکل شوی. بابا ای توفه نیست که قبول نکنی. اتحاد هم بستگی ماست، ما همه افغان هستیم. تشکر های جان. هی، تو اجازه نداری رو بغل کنی. ای با جنگ با ویرانه ها زندانی بوده. دیگه نمیخواید به جای تنگ باشد. هستو دین گزین؟ Vollkommen durchgeknallt. Unberechenbar, sag ich dir. Und sowas lassen die in unser Land. Ach, lass die nur ruhig weiter so machen. Je länger und je öfter die sich so benehmen, desto mehr stärkt es unsere Bewegung. Das soll ich da. Guten Tag, der Herr. Tag. Dürfen wir Ihnen mit Infomaterial dienen? Ja. Hier, wir gingen auch gerne Luftballons. Wollen Sie vielleicht auch einmal am Glücksrad drehen? Nee, danke. Okay, tschüss, schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Hallo, darf ich auch mal drehen? Nee, ist kaputt. Also, die Situation ist nun folgende. Um den Betrieb unseres Studios zu sichern, werden wir es vorübergehend als Unterkunft für 4 Flüchtlinge aus Afghanistan zur Verfügung stellen. Wir werden dadurch nur eingeschränkt arbeiten können, aber es ist ja ohne Kameras ohnehin ein bisschen schwierig. Aber zumindest ist unsere laufende Finanzierung dadurch gesichert. Also verstehe ich das jetzt richtig? Wir finanzieren den laufenden Betrieb des Studios dadurch, dass wir das Studio gar nicht nutzen? Wo ist denn dann der Sinn, dieses Studio weiterhin zu betreiben? Naja, ein Studio ohne Kameras zu betreiben, ist ja ohnehin sinnlos. Und die eine Ersatzkamera hat ja nur einen halben Tag überlebt. Naja, das wage ich mal zu bezweifeln, dass die hier lange bleiben werden. Da bietet ja selbst ein Heim für obdachlose Trinker mehr Komfort als unsere kalte Hütte. Wieso? Die kommen aus dem Krieg, die stellen doch keine Ansprüche. Können die eigentlich irgendwas? Ich meine, was haben die denn gelernt?
Ist vielleicht einer dabei, der sich mit Computern auskennt? Computer? Die halten die Mikrowelle vermutlich für einen Fernseher. Falls sie überhaupt wissen, was ein Fernseher ist. Ich frag mich sowieso, was das für Typen sind. Ich meine, wenn die woanders achtkantig rausgeflogen sind, dann ist mit denen wohl nicht zu spaßen. Und haben die eigentlich alle gar keine Frauen? Ja eben. Warum sind das überhaupt alles nur Kerle? Was ist denn mit ein paar hübschen orientalischen Weibern? Na, da solltest du froh sein, dass die ihre Frauen nicht dabei haben. Wenn du da eine angriffst, da kann das ganz schnell passieren, dass du womöglich einen Krummsäbel im Kreuz hast, mein Lieber. Also, ich schlage vor, dass wir uns betont, offen und gastfreundlich geben. Ihr dürft nicht vergessen, das sind traumatisierte Menschen, die haben Schlimmes erlebt. Na, da hab ich auch so meine Zweifel. Man liest ja so einiges. Ja, oder sieht es im Fernsehen. Was sagt eigentlich der Vermieter dazu? Der regt sich doch sonst schon auf, wenn wir hier nur dreckige Fenster haben. Ja, das ist noch ein Problem. Der Vermieter weiß gar nichts davon. Willst du damit sagen, dass du überhaupt keine Genehmigung hast? Das kann man doch mit den armen Flüchtlingen nicht machen. Also, am Ende landen wir alle noch im Knast. Ich sehe das schon kommen. Das würden die nie gestatten. Das darf der Hausmeister nicht wissen, keiner auf dem Gelände hier. Wir behaupten einfach, das wären Schauspieler aus Afghanistan, mit denen wir einen Film drehen. Das kriegt doch keiner mit. Ja, genau. Und die Flüchtlinge schlafen dann auch hier im Studio. Sehr überzeugende Argumentation. Ach, da fragt doch keiner nach. Hier macht doch jeder um 5 Uhr Feierabend. Nee, also bis eben stand ich noch hinter der Sache, aber jetzt kriege ich irgendwie Bauchschmerzen dabei. Als wenn Pony das nicht rauskriegen würde. Der lungert doch den ganzen Tag hier und beobachtet den Hof. Hat denn die Behörde gar nicht beim Vermieter nachgefragt? Ich meine, die müssen sich doch rückversichert haben. Doch, doch, ich habe eine Genehmigung des Vermieters an die Behörde geschickt. Hä? Ja, wie? Wo hast du die denn her? Gefälscht. Was? Was ist los? Nun, meine Herren. Immer wieder haben sie die Abläufe in den Unterkünften gestört. Die Stadt Hamburg sieht sich gezwungen, sie in eine neue Unterkunft zu bringen. Diese wird nicht ihrem bisherigen Standard entsprechen. Das haben sie sich aber selbst zuzuschreiben. Nanisch ke battar az alafe ke da kam midad nakhod bashe. Behtar az muraqob gapayt bashi. Ina ke tarjuma nemeshe. Age ma hal az lughat Allah ya jihad bekhoyem bogoyam. Ina gush metan ke ma chi megoyem. Was reden Sie davon, Allah und Jihad? Ye figer kat ke moya ek turist haste. Füllen Sie bitte diese Formulare aus. Jeder von Ihnen. Bitte geben Sie diese dann in der neuen Unterkunft ab. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Dolmetscherin. Entschuldigung, ich muss mal. Ich bin Jordan. Ich will 5 Stunden machen. Hey, warum 5 Stunden? Okay, Karte bekommen. Was wollen Sie? Wollen Sie mir drohen? Eben waren das doch noch 4 Formulare. Jetzt sind es nur noch 3. So, die Matratzen ordentlich hinlegen, bitte. Wenn der feine Herrmann selber mit anfassen würde, würde das hier alles deutlich schneller über die Bühne gehen. Einer muss ja alles im Blick haben. Ne? So, ich habe ein paar Spezialitäten eingekauft. Die sollen sich auch ein bisschen an unsere deutsche Esskultur gewöhnen, ne? Ach, na, das ist ja wunderbar. Statt uns das ausstehende Gehalt zu bezahlen, da wird hier für die Herren Flüchtlinge erstmal lecker Delikatessen gekauft, oder wie? Aber wirklich? So ist doch eine nette Geste. Nette Geste? Seit wann wird denn in dieser Firma darauf Wert gelegt? Sag mal, Schwartenmagen, Schweinebacke, Kassler, bist du bescheuert? Wieso? Das muss doch für einen Flüchtling total interessant sein, sowas mal probieren zu können. Alter, den Schwartenmagen, den kannst du dir in deinen eigenen Schwartenmagen schieben und die Schweinebacke kannst du dich gehackt legen. Aber das Kassler nehme ich mit. Ich will mich auch mal wieder richtig satt essen. Wieso Kondome? Oh, die sind eigentlich für mich. Ach, statt für die Flüchtlinge was zu essen zu kaufen, gönnst du lieber Gummis auf Firmenkosten, oder was? Ja, so ist es auch nicht. Was ist denn das hier für ein Chaos? Und was faseln Sie hier eigentlich von Flüchtlingen? Keine Sorge, Pony, das ist doch nur für Dreharbeiten. Herr Pornhagen, bitte. Wieso werden hier Matratzen hingelegt? Und was sind das hier überhaupt für Dreharbeiten? Nicht, was Sie denken. Wir drehen ein Flüchtlingsdrama.
Wir haben einige afghanische Schauspieler engagiert. Die müssen doch gleich hier auftauchen. Flüchtlingsdrama. Also das sieht Ihnen ähnlich, dass Sie so einen Quark produzieren. Sie sollten lieber einen Film über deutsche Schicksale machen. Oder über asiatische Frauen, die von älteren deutschen Herren gekauft und geheiratet werden. Diese Andeutung verbitte ich mir. Ja, und mein Privatleben geht Sie überhaupt nichts an. Und ich werde hier jeden einzelnen von Ihnen im Auge behalten. Und sollten Sie hier irgendwelche Perversitäten betreiben, dann wird das hier ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Na toll. Jetzt haben wir den auch noch an der Backe. Das endet doch im Chaos, bevor es überhaupt angefangen hat. واقعاً همینجاست؟ ظاهراً بله، اما منطقی استودیو فیلم برداری یک چیز دیگه فکر میکنم. دقیقاً همینجاست، شاید فیلم برداری میکنن. بابا میخاطر این رقم به نظر میرسد. آه، ای که باران نمیباره، من بسیار خوشحال هستم. یه هوا اینجا ما رو پاک دیوانه کده بابا. من واقعاً نمیدانم، بیایم داخل یعنی شما بخاطر من مشکل پیدا میکنه. بیا ما در صورت در درد سر هستیم. کجا میری؟ شاید بهتر است از اون نفر پرسان کنیم. شاید نفر همین منطقه باشن. Ja, was ist denn nun los? Wer sind Sie denn? Ach ja, ich weiß. Sie sind diese afghanischen Schauspieler. Afghanistan. Ja, ja. Ja, ja. Hier. Dieses Gebäude. Erster Stock. قواره پدر مرا داره. کپ مفت نزنی که قواره پدر تو داره. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn mit diesem ganzen Gepäck? Nicht verstanden. Ja, das ist immer der erste Satz, den Sie in Deutschland lernen. Aber keine Sorge, ich werde Sie im Auge behalten. Wie ist das eigentlich jetzt mit Zahnputzbecher und sowas? Was soll denn damit sein? Ja, haben die das selber oder müssen wir das auch noch besorgen? Putzen die sich überhaupt die Zähne? Also bitte. Sie kommen, Sie kommen, Sie kommen. Sie sind da. Oh, Scheiße. Ich hatte für einen kurzen Moment die Hoffnung, die Behörde überlegt sich das doch noch anders. Na ja, komm, dann stellen wir uns mal auf. Das ist ja kein Empfangskomitee. Nun mach schon. Holger, Nils, Mario, CF, Lars. Ich weiß schon, es sei gechillt, oder? Amin, Waid, Fereidun, Sam, Jawad. Ja, was? Fahrrad? Sag mal, das sind ja 5 Molukken. Die Rede war doch nur von 4. Stimmt, das sind 5, ja. Ah, einer ist sicher der Dolmetscher. Wer ist denn der Dolmetscher von Ihnen? چی میگی؟ من نمیخوام مکالمونی یاد ندارم. من نفهمیدم شما چی گفتین. Was sagt er? Ich spreche kein Afghanisch. Also wenn keiner von den Deutsch versteht, dann ist da kein Dolmetscher dabei. Oder er ist verdammt schlecht. Vielleicht dolmetscht er ja von Persisch zu Arabisch. Das ist genau dasselbe. Nein? Der Dolmetscher kommt sicherlich gleich. Die verstehen doch nichts. Dolmetscher, versteht ihr? Eine Sprache, andere Sprache? Hä? Ja, das ist es also hier. Tschana und Schenke. Komm mal, Luma, Digga. Aga, Noma, sie dachte, Chawas. Alle Moim Nis, Ballada Passage. Mr. Zamone Jang, Kedamoke Zari, Chodoma da Uro Mesadim. Ja, uns wurde 4 gesagt. Ja, grundgütiger.
Du rufst jetzt diesen verschissenen Dolmetscher an und fragst, wo der bleibt, bevor das hier in einem verdammten Gebärdenfestival endet. Ja, ist ja gut. Du kannst ja was zu trinken anbieten. Ach, ist jetzt auch noch Happy Hour? Haben wir Cocktailstunde oder was? Ja, aber خاطر چی قدر بلند هر عصبانی میشه؟ به خاطر خوبی و محبت از این است. تو جگرخون نباش. اینا هم رقمی بلند گپ میزنن. دلم میخواد که بفهم که اینا چی میگن. من برای گوشی یک مپ دارم و زبانهای مختلف ترجمه میکنم. کارم میکنم؟ نمیدونم. یک چیزی تو بگو؟ ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه یک جای خویج پیدا کردیم. So was wie sie ist mir noch nie untergekommen. Na, Sie sollten doch heute hier als Dolmetscher agieren. Die Behörde hat mir extra Ihre Nummer gegeben. Ja, wie Sie sind krank, dann muss doch ein Ersatz kommen. Natürlich ist es Ihr Problem. Wie soll man denn mit Flüchtlingen kommunizieren, wenn kein Dolmetscher da ist? Hallo? Aufgelegt. Wie aufgelegt? Und nu? Ja, keine Ahnung, da müssen wir uns mit Händen und Füßen irgendwie verständigen. Na super. Ja, kannst du nicht auf die Stelle einen anderen Dolmetscher organisieren? Wie, wer soll denn den bezahlen? Du hast doch Geld von der Behörde bekommen. Ach, schön wär's, die haben mir noch keinen Cent überwiesen. Aber nachher will die Frau Geiger von der Behörde vorbeikommen. Vielleicht kann die uns weiterhelfen. Was ist denn da los? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab ihm nur auf die Schulter geklopft und ihn willkommen geheißen. Hast du irgendwas gemacht? Du musst ihn irgendwie provoziert haben, sonst wird er nicht so rumschreien. Nein, hab ich nicht! Ja, Herrgott, was ist denn hier los? Hast du ihm eine von deinen verdammten Psychopillen gegeben, oder was? Ich nicht? Ja, Entschuldigung, was auch immer hier passiert ist, also... اینا میخواه برای از یکی از دست بزند. تی با جنگ ها صدمه روحی دیدم. فرق نمی کنه. میتونستی از یک فیل گلابی برش بگویی. اینا که نمیفهمه. این فیل گلابی از کجا پیدا کرده خواه؟ Guten Tag. Mein Name ist Beleitis. Ich bin stellvertretend für Frau Geiger hier. Nicht? Bin ich hier richtig? Im Alabaster-Studio? Naja, fast. Alster Filmstudio. Wieso? Wo ist denn Frau Geiger? Sie lässt sich entschuldigen, nicht? Sie ist krank. Das hören wir heute nicht zum ersten Mal. Es ist eben Winterzeit, nicht? Ja doch, es ist Winterzeit. Ja, eben. Ich bin nur kurz hier, um nach dem Rechten zu schauen, nicht? Der Rechte rennt unten auf den Hof rum und trägt eine gelbe Warnweste. Ist denn soweit alles in Ordnung bei Ihnen? Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Sie schicken uns 5 statt 4 Flüchtlinge, der Dolmetscher ist nicht da und wir haben kein Geld bekommen. Wie gesagt, ich kenne die Details nicht, aber ich werde das gerne so weitergeben, nicht? Aber ich sehe nur 4. Wo ist denn der 5? Der 5? Wo ist denn der 5? فکر کنم درباره پنجمین حساب میپرسان میکنه. دورا خودم میزنیم که این نفهمه کیو چی میگه. راست میگه سمی. Herr Je, weil Ihre Behörde nicht in der Lage ist, uns einen Dolmetscher zu schicken. Wie gesagt. Sie sind nicht im Detail, alles klar. Vielleicht haben Sie sich einfach nur verzählt, nicht? Ich sehe jedenfalls nur 4. Also, Mathe war in der Schule zwar nicht gerade mein Lieblingsfach, aber bis 5 zählen kann ich noch. Gut, wegen des Dolmetschers und des Geldes werde ich mal nachhaken, nicht? Aber sagen Sie, ist Ihr Vermieter gerade da, nicht? Wie, was Vermieter? Sie haben doch eine Bestätigung bekommen. Es geht nur um ein paar Formalien, nicht? Das kann ich auch telefonisch klären. Er kann Sie ja anrufen. Wir geben Ihre Nummer gerne weiter. Bitte morgen zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr. Nicht? Schönen Tag dann noch. Nicht? Entschuldigung. Kann mal bitte endlich einer die verdammte Tür zumachen? Ja, und hier ist er, der 5. Mann. Hat sich hinter den Bierkisten verschanzt, als die Behördenstute hier aufgetaucht ist. Ja, wieso versteckt er sich denn? Ja, wieso? Ja, wieso denn? Ja, ich würde die 4 Daltons ja gerne fragen, aber mein Persisch ist leider ein bisschen eingerostet. Nachschet, ge waqan khub bud. Hala kulle ma da bazistem. Hala bayad chikar kunem? Agar onha Freidan ra tahvil betan, ravan mekuna ta Afghanistan. Unja mutmain astam ke marg muntazirash ast. Fikr nakunam ma ra dagir betan. مطلب دی است که اینا آدمای خوب هستند؟ اونا به خاطر قلب پاکشان ما را نگرفته.
به خاطرش پیسه میگیره فکر نکنم از این پیسه هم بگذرن حالا اونا یک مشکل کلان داره نما تو منس ایس ایلیگال هیر؟ Na, das liegt ja wohl auf der Hand. Ich meine, 4 Leute angemeldet und 5 Leute schlagen hier auf. Und sobald hier so eine Behördentusse vorbeikommt, wird sich mal eben ganz schnell versteckt. Ja, hallo! Vielleicht wird er auch von der Polizei gesucht. Ja, oder vom Geheimdienst. Da war doch gestern ein Anschlag. Habt ihr denn nach Waffen durchsucht? Also, jetzt macht mal halblang, Leute. Guckt ihn euch mal an, der ist verängstigt. Der will einfach nicht zurück in seine Heimat. Ist doch kein Terrorist. Was machen wir denn mit dem? Die Polizei rufen kann ich nicht. Ich habe die Unterschrift des Vermieters gefälscht. Da habt ihr uns ja eine schöne Suppe eingebrockt. Also Suppe. Eingebrockt. Oh Mann, Leute, lasst uns doch diese ganze Aktion abbrechen. Scheiß auf die Kohle. Wir bringen uns doch nur in Teufels Küche. Wieso? Wir helfen doch nur Flüchtlingen. In 4 von 5 Fällen sogar legal. Außerdem ist die Kohle, die uns die Stadt überweisen will, nicht zu verachten. Wenn sie dann mal endlich käme. Sollten wir den Jungs vielleicht mal was zu trinken anbieten? Trinken? Ja? Hm? So. Na, wer seid ihr? Ja, bitte, bedient euch. Vom Bier lassen sie ja eh die Finger. Sind ja Moslems. Hm. Gott sei Dank. Ob das jetzt wirklich so eine gute Idee war, die Vögel heute Nacht im Studio ohne Bewachung pennen zu lassen, ich weiß nicht. Ja, was sollen die uns denn klauen? Kameras haben wir keine mehr. Auch wieder wahr. Ach, ist mir doch auch scheißegal im Grunde genommen. Sollen die sich doch gehackt legen da oben? Hauptsache die Behörde überweist, zeig ich die Kohle. Na, ich bin ja auch morgen um 8.30 Uhr schon wieder da und Mario auch. 8.30 Uhr? Da gehe ich ja gerade ins Bett. Ja, das sieht dir ähnlich. Das sieht dir ähnlich? Das sieht dir ähnlich? ما حالا در اینجا در یک کشور بیگانه خواب هستیم بدون کدام هیچ آینده ای ما را مثل یک باری طرف طرف روان میکند ما هم از خود خانواده خود زندگی داشتیم همه گیش از بین رفت آرزو میکنم حداقل تو دوباره گپ میزدی شاید یک مقدار مثل سابق میشد denn schon hier? Gibt doch überhaupt nichts zu tun. Ja, doch. Ja, was denn? Ja, Moment, ich werde mal drüben schauen, ob alles in Ordnung ist. Morgen. Hallo. Wo ist denn der 5? Ist der jetzt doch weg? Ach, ich habe Frühstück mitgebracht. Frühstück. Chai sobam khub mechaspa. Hala chai sobam khat didi. اونا به خاطر ما پیسه میگیره اما زندگی خودشان رو جور میکنه ما هم گوشته ماندیم با خدا بان ببینم این طرف ها چیز پیدا میشه بخارم مگه پیسه داری؟ بچه های صبح همین بس هستم رو بچه اگه هم چیز با ما هم گرفته میتانه من زیاد بینون نمیخوام برون خب معلومه دیگه Also, was soll ich jetzt machen? Du sollst die Behördentante von gestern anrufen und so tun, als seist du der Vermieter. Warum machst du das nicht selber? Die erkennt doch meine Stimme. Du hast gestern kaum gesprochen, dich erkennt sie nicht. Also los. Ja, was soll ich denn sagen? Die wird dir ein paar Fragen stellen, keine Ahnung. Ist eine reine Formalie, denk dir irgendwas aus. Hier, das ist ihre Telefonnummer. Nun los. Ja, moin, moin. Sie müssen die Schauspieler aus Absurdistan sein, nicht wahr? Ich habe schon von Ihnen gehört. Mutasfana naifam shumochi megen. Ich nicht verrechte her. Eigentlich habe ich ja erwartet, dass Sie Turbane tragen. Wissen Sie, ich wollte Ihnen schon mal sagen, die ganze Debatte über das Kopftuch, das verstehe ich einfach nicht. Ich trage ja auch eins. Und keiner regt sie darüber auf. زن قاره مادر مرا داره ششمین زن آرمانیست که میگه واقعا الو باین
Guten Tag. Guten Morgen heißt das. So früh schon am Arbeiten? Das passt doch gar nicht zu Menschen wie Ihnen. Nein, nein. Das Geld soll direkt an die Firma Alsterfilm überwiesen werden. Wir als Vermieter wollen davon nichts haben. Wie? Ob wir das schriftlich bestätigen können? Ja, machen wir. Beglaubigt mit Stempel? Ja, verstehe. Nee, nee, ist überhaupt kein Problem. Bekommen wir hin. Ja, bekommen Sie von uns, alles klar. Schönen Tag noch. Danke, auf Wiederhören. Beglaubigt mit Stempel? Mann, Holger, das ist doch Urkundenfälschung. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, nützt ja nichts. Wir müssen das Drama bis zum letzten Akt durchspielen. Hauptsache, die Alte ist beruhigt. Guten Tag. Guten Tag. Polizei? Sie wollen doch nicht schon wieder zur Alsterfilm. Nein, nein, wir sind ganz allgemein hier in der Gegend. Wir suchen einen flüchtigen Flüchtling. Einen was? Einen Flüchtling, der auf der Flucht ist. Er soll abgeschoben werden. Er wurde gestern hier in der Gegend gesehen. Gestern hier in der Gegend? Sagen Sie bloß noch, der ist bewaffnet. Möglich ist alles. Wir vermuten, dass der hier irgendwo untergekommen sein könnte. Kennen Sie diesen Mann? Ja, kann sein. Die sehen ja alle gleich aus. Aber fragen Sie mal oben bei der Alsterfilm. Die drehen nämlich gerade einen Spielfilm mit afghanischen Schauspielern. Unfassbar, oder? Ja, also die Afghanen selber sind vor 5 Minuten gegangen. Ich nehme mal an, die haben schon geahnt, dass sie kommen. Wir gehen da jetzt hoch. Ja, und nehmen Sie ruhig alle mit, auch den Geschäftsführer. So, ich hab hier... Wo sind die denn? Vielleicht geflüchtet. Ah, doch jemand da. Hier, Frühstück. Danke. Aha. Wo sind denn die anderen? Sprich doch Persisch mit ihm. Ah, das werden die anderen wohl sein. Ihr müsst mal Bescheid geben, wenn ihr rausgeht, ne? Ihr habt ja keinen Schlüssel. Sprich doch Persisch mit ihm. Und denen würde ich den Schlüssel nicht geben. Das führt zu weit. Nur weil jemand illegal im Land ist, muss er ja nicht kriminell sein. Illegal im Land? Wen meinen Sie? Wie bitte? Sie sagten gerade, nur weil jemand illegal im Land ist, muss er nicht kriminell sein. Hat er doch gesagt. Hat er gesagt. Habe ich das gesagt, Mario? Nein, nein, er hat gesagt, das Regal an der Wand, hat er gesagt. Ach, das Regal an der Wand muss also nicht kriminell sein. Sehr logisch. Was wollen Sie denn? Kennen Sie diesen Mann? Nee, kenne ich nicht. Kennst du den? Nie gesehen. Aber Sie drehen doch einen Film mit Schauspielern aus Afghanistan, ist das richtig? Nein, das ist natürlich nicht richtig. Wir haben 4 Flüchtlinge aus Afghanistan hier aufgenommen, im Studio. Das haben Sie uns doch empfohlen. Ich? Soll ich Ihnen das empfohlen haben? Daran kann ich mich nicht erinnern. Was? Haben Sie das schriftlich von der Behörde? Ja, das ist mehr so konspirativ. Da gibt's nichts Schriftliches. Aber dass Sie ja von der Polizei sind... Sie haben nichts Schriftliches? Ungewöhnlich für eine Behörde. Wollen Sie uns wohl dumm verkaufen? Ja, nein. Ich glaube, Sie haben nichts dagegen, wenn wir uns hier kurz umsehen, oder? Ach, bitte sehr. Wo ist er denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Der wird sich hier irgendwo versteckt haben. Ach nee, was haben wir denn da? Das gleiche Waffeleisen habe ich auch. Soweit alles sauber. Ja, was haben Sie denn erwartet? Hier stinkt was gewaltig zum Himmel. Wir haben Ihre Firma im Auge. Nur, dass Sie das wissen. Fassen wir lieber das Gangsterpaar, das unsere Kameras geklaut hat. Unverschämtheit. Lassen Sie sich bloß keine Märchen erzählen. Die sind alle dubios da oben. Ja, ja. Hier, da kommen die Kaschuven. Hallo. Ah, guten Tag. Ja. Kennen Sie diesen Mann? Ja, Xocha.
Alles klar. Schönen Tag noch. Wie alles klar? Sie glauben denen doch wohl nicht, oder? Die halten doch zusammen wie die Wölfe. Oh Leute, ihr macht uns fertig. Um Himmels Willen, auf was haben wir uns da bloß eingelassen? Oh nein, nicht schon wieder die Polizei. Hallo? Ja, hallo, hier ist die Mandy. Mandy? Ach du je, die habe ich ja völlig vergessen. Oh, nein. Ja, hallo, mein lieber Holger und mein lieber Mario. Schön, wieder hier zu sein und euch wiederzusehen. Habt ihr da noch alles vorbereitet, wie wir es vor 14 Tagen hier besprochen haben? Ja, nein, leider nicht. Ja, wie? Du weißt doch, ich bin eine Professionelle. Uns wurden die Kameras geklaut, wir können nicht arbeiten. Ja, aber dann hättest du mir doch wenigstens mal Bescheid geben können, dann hätte ich mir ein anderes Studio gesucht. Das habe ich bei all dem Ärger vergessen, tut mir leid. Ja, und das viele Geld? Bekommst du zurück, selbstverständlich. Das will ich aber auch schwer hoffen. Huh, wer sind denn diese Herren? یزن بسیار مقبول است. او که مرده. کی؟ او کجا استاده است؟ کی کدام؟ Sprechen die denn kein Deutsch? Nee, leider nicht. Noch nicht mal Englisch. Das sind Flüchtlinge aus Afghanistan. Ach, wie spannend. Es freut mich außerordentlich, eure Bekanntschaft zu machen. Und den hier würde ich am liebsten gleich mitnehmen. So süß finde ich den. Findest du mich denn auch ein wenig süß? Na, ich glaube, Trümmerlandschaften hat der genug gesehen. Wieso sind die denn hier? Die kommen bei uns unter. Die Stadt zahlt dafür Geld. Hoffentlich. Irgendwann. Das ist jetzt aber wirklich ärgerlich mit dem Film. Unsere Europatournee beginnt in 14 Tagen und da wäre dieser Imagefilm sehr hilfreich gewesen. Na, kein Problem, den können wir immer noch drehen. Wir haben nur gerade keine Kameras. Und diese beiden hier, die hätte ich direkt mit eingebaut in meinen Clip. Dann leih doch nochmal eine Kamera. Wo ist denn jetzt das Problem? Das Problem ist, dass das Leihgebühr kostet. Ja, aber ich denke, sie hat schon Geld überwiesen. Das ist doch längst ausgegeben. Ich muss so Schulden ans Finanzamt bezahlen. Ich hoffe, dass die Stadt bald das Geld überweist. Dann haben wir wieder Luft. Irgendwas wird sich doch machen lassen. Ich mache folgenden Vorschlag. Ich komme morgen früh wieder und dann habt ihr eine Kamera und dann machen wir meinen Film, ja? Klar, kein Problem. Über 1000 Unterschriften in einer Woche. Wir treffen unserer Initiative wirklich einen Nerv. Absolut. Kein Wunder, die Leute sind ja auch total frustriert. Ja, und die Linken gewalttätig. Überlegt euch doch mal, was heute Mittag an unserem Stand los war, diese Randale. Das war ja wohl unterste Kanone. Und das, obwohl wir total freundlich waren zu den Leuten. Ja, aber darüber berichten die Medien natürlich nicht. Aber wenn ein Rechter auf einen Flüchtling losgeht, ist das die Schlagzeile. Ach, wann geht denn schon mal ein Rechter auf einen Flüchtling los? Die fackeln ihre Heime doch selber ab. Sollen sie doch auf uns losgehen und die Unterkünfte anzünden? Sollen sie unsere Stände zerstören und Plakate beschmieren? Das bringt uns nun mehr Zulauf und Auftrieb. Aber wenn keiner darüber berichtet? Scheiß auf Zeitungen und Fernsehen. Soziale Medien, das ist das Entscheidende. Wenn dort geteilt wird, was wir schreiben, dann bringt uns das voran. Moin, moin. Der Eddie, du mitten in der Woche hier? Dachte, deine Gescha lädt gar die Kette. Ach, ich komme doch direkt von der Arbeit. Bis eben habe ich in dieser Scheißfirma gearbeitet. Dabei werden mir die Überstunden noch nicht mal bezahlt. Ach, mach mir mal ein großes Bier, bitte. Was hast du denn da groß zu tun? Ich dachte, auf deinem Gewerbehof arbeitet jeder vor sich hin. Bei den meisten Firmen ist das auch so. Aber nicht bei dieser verdammten Firma Alsterfilm. So, was machen die denn da? Genau kann ich dir das auch nicht sagen. Jedenfalls, heute war schon wieder die Polizei da. Und seit gestern lungern dort irgendwelche dubiosen Gestalten aus Afghanistan herum. Ich glaube, die drehen dort einen Pornofilm. Jedenfalls habe ich dort im Studio dort Matratzen herumliegen sehen. Das sind ja Abgründe. Das ist doch gelinde ausgedrückt. Was ist denn los? Kennst du den? Nein, aber der hat gerade die Firma Alsterfilm erwähnt. Das sind die, die mich letztens rausgeschmissen haben. Ja und? Ich habe mit denen noch eine Rechnung offen. Entschuldigung, darf ich mich vorstellen? Wienand. Ja, was wollen Sie denn? Sie haben gerade die Firma Alsterfilm erwähnt. Da wurde ich hellhörig. Ach, kennen Sie die etwa auch? Sehr flüchtig. Ich habe leider keine guten Erfahrungen mit denen gemacht. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Mir tut jeder leid, der mit denen Geschäfte macht.
Sie haben Afghanistan erwähnt. Ich habe es leider nicht so ganz verstanden. Ja, bei uns gehen da neuerdings Afghanen ein und aus. Und die Polizei ist auch schon da gewesen. Möglicherweise suchen die einen Flüchtling, der dort untergetaucht ist. Das ist schon sehr dubios. Warten Sie, wollen Sie damit sagen, dass im Studio ein Flüchtling versteckt wird? Also, genau weiß ich das nicht. Aber ich meine, ich hätte den schon mal auf dem Gewerbehof gesehen. Ich kann mich natürlich auch irren. Die sehen doch alle gleich aus. Interessant. Okay, aber nur weil du es bist. Aber wirklich nur heute. Und das Teil hat 7000 Euro gekostet. Also pass wirklich drauf auf, wie auf ein Rosei. Ja, wir gehen mit Kameras immer gut rum, nicht? Ja, wir passen schon drauf auf. Könnte das ganze Haus in sich zusammenbrechen. Deiner Kamera wird nichts passieren. Uns mit der Leihgebühr, das machen wir dann hinterher, wie besprochen, okay? Okay, danke dir vielmals, ne? Und dann, dass du uns auf der Patsche geholfen hast. Auf ewig dann Wischlappen, Frankie. Alles klar, macht's gut. Okay, tschüss. Tschüss. So, das Problem wäre gelöst, wenn unser Studio umgebaut werden. You know, auf welche Weise? Mandy möchte eine nuttige Atmosphäre. Mandy möchte eine was? Ich kann das nur so weitergeben. Und die Greenbox muss hergerichtet werden. Die Green? Das ist doch die reinste Müllhalde. Tja, der Kunde ist König. Oder in dem Fall Königin. Oh mein Grundgütiger. Morgen. Moin. Wir müssen ein bisschen umbauen wegen Filmdreh. Heute Filmdreh. Chimegei. Na, mein Freund, fikr kunam yak film mekhoy jor kunam. Amma ba makan ne. Amma ba'dash kheli rahat qashang mitunam burum maidan havayi yak ticket bar Afghanistan taqaza kunam. Fikr kunam az studio mekhoyin istefade kunan. Wala bad namesh komakshan kunem. Fikr khubiye. Achso, ja, genau. Die Matratzen und die Koffer müssen weggeräumt werden hier. Ne? Das wäre nicht schlecht. Und Mario, das Licht muss eingerichtet werden. Steig doch mal auf die Leiter, bitte. Alles klar. So, hier. Ach so, schön, vielen Dank. Dankeschön. Ah! Ah! Aber echt einen Schlag weg. Vielleicht erinnern ihn die Leiter an irgendwas Schlimmes. An was denn? An den Leiter vom Flüchtlingsheim vielleicht. Mist. Hallo? Hier ist Mandy. Ah. Guten Morgen. Wie ist die Lage? Ich hoffe doch sehr, dass du jetzt eine Kamera hast. Selbstverständlich, wir sind doch Profis. Das bin ich doch auch. Und gleich kommt nämlich meine Muse Denise, weil, weißt du, sie ist nämlich die Hauptdarstellerin in unserem Clip. Sehr gut. Das Studio wird bereits umgebaut. Sehr schön, danke. Moin, moin. Na, haben Sie was verloren? Nein, nein. Ich will hier nur mal schauen, was hier so passiert. Das wirkt schon alles sehr dubios. Dubios? Ja. Ich glaube, die drehen hier möglicherweise Pornofilme, Frau Nussbaum. Oh, wie spannend! Da wollte ich ja schon immer einmal mitmachen. Bitte was? Ist das Ihr alter Film? Ich habe gehört, Sie drehen hier einen Film. Also, eindeutiger geht das ja wohl nicht. Das werde ich der Polizei melden. Wieso? Ist es verboten, einen Film zu drehen? Solche Filme, wie Sie sie drehen wollten, sollten verboten werden. Tja, Sie wissen gar nicht, was für Filme ich drehe. Das will ich auch gar nicht wissen. Tja. Denise? Ja? Ui, ob da jetzt wohl die Post abgeht? Das ist zu befürchten. Aber das wird nicht ohne Folgen bleiben. Hallöchen, wo bin ich denn hier gelandet? So viele Kerle auf einmal. Was ist das denn hier? Ja, weißt du, wir machen hier doch einen kleinen Promoclip für unsere Europa-Tournee. Und dieses hier, das sind Flüchtlinge aus Afghanistan. Aus Afghanistan? Haben die ihre Raketen auch schon geladen?
Ja, ich muss mal sehen, wie wir sie in den Clip einbauen könnten. Also die könnte ich mir gut als Italiener vorstellen und die hier als Portugiesen. Also mir ist es völlig egal, woher die kommen. Aber diese hier, ne? Der sieht ja schon total wuschig aus. Hamburger Abendzeitung Keck. Moin Anton, Gerald hier. Ich wollte mal fragen, ob du was in Erfahrung bringen konntest. Servus Gerald. Du, ich habe bei der Behörde nachgefragt. Niemand wird davon was wissen, dass man Flüchtlinge im Studium namens Alsterfilm untergebracht hat. Interessant. Und was bedeutet das jetzt? Ja, also entweder der Hausmeister hat sich was einbüttet oder es ist wieder so ein Fall, den wir vor einiger Zeit schon mal gehabt haben, dass die Stadt unangenehm auffallende Flüchtlinge inoffiziell bei Privatpersonen oder in Privatfirmen unterbringen lässt. Ja, darüber gibt es nie schriftliche Vereinbarungen. Die Öffentlichkeit sollte davon weiter nichts erfahren. Okay, und was mit diesem Flüchtling, den die Polizei gesucht hat? Ja, sein Name ist Faraidun Karimi. Wurde in Schweden abgelehnt und soll nach Afghanistan abgeschoben werden. Also wenn der sich dort im Studio aufhält, dann wäre das schon ein dicker Fisch. Alles klar, dank dir. Mausi, komm mal! Ich brauche mal deine Hilfe. Du musst für mich was in Erfahrung bringen. Mein Gott, was für ein medialer Albtraum. Mir bluten gleich die Augen. Albinöses Bambi versus Biene Maja als Presswurst. Na, wenigstens wird so wieder ein bisschen Kohle reingespült, immerhin. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, hier Perser als Italiener und Spanier verkaufen zu wollen. Ach, Ithaka, Spanacken, Portugiesen, Perser. Völlig egal. Kann man alles hinterher ein bisschen aufhellen. Wisst ihr überhaupt, was ihr für ein Glück habt, dass ihr hier bei uns sitzen dürft? Ihr für eure Brüder. Das ist nämlich gerade schlimmer als der Krieg in Afghanistan. Versteht ihr? Krieg, Afghanistan? Ihr Tretmine, ne? Düpp, 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 düpp. Bumm! Ne? Ach Gott, Nils, ey, du klingst echt schon so wie Holger. Oh Gott. Ich stelle mir das dann so vor, dass wir dann sagen, auf unserer Europatournee. Da sind wir überall gleich gern. Egal, ob in Portugal, in Italien oder in Griechenland. Und dann müsst ihr so mit euren Flaggen schwenken. Ma, ci vediamo poi non è mai, ne? Ha? Ma ci... مثل پرتغالی میمانم؟ اول با کشتی آمدیم به ایتالیا بودیم. ما چریم به ایتالیا آیا میخواد. Und dann sagst du, Denise, egal wo es uns auch hin verschlägt, wir machen überall eine geile Show. Ja, und dann könnte ich den doch vielleicht so unterm Kinn kraulen. Na, wie wäre das? Super. Das ist ja schon wieder Porni, der neugierige Sack. Gibt einfach nicht auf. Ja, bitte? Guten Tag, ich habe gelesen, dass Sie Ihr Studio für Filmaufnahmen vermieten. Ja, im Moment allerdings nur eingeschränkt. Darf ich vielleicht mal kurz einen Blick hineinwerfen? Na, wir drehen hier gerade, also das ist... kommen Sie doch am besten einfach mal rein. Ja, oder kommen Sie noch morgen wieder. Oder nächste Woche. Ob ich schon mal hier bin. Ich will auch wirklich nicht stören. Moment, hallo. Wird gerade gedreht. Jetzt reicht. Wird doch gar nicht gedreht. Ja, Greenscreen. Aber hier geht's auch gleich weiter. Außerdem, Entschuldigung, Sie müssen sich einen Termin geben lassen zur Besichtigung. Oh, das brauche ich gar nicht. Ich habe schon gesehen, was ich sehen wollte. Auf Wiedersehen. Ja. Kommen Sie wieder, wenn Sie einen Termin haben. Genau, schreiben Sie einfach eine E-Mail, wir sagen dann ab. Und? Er ist da. Ich habe ihn genau gesehen. Perfekt. Hamburger Abendzeitung Keck. Gerald! Was? Wirklich? Und Sie hatten hundertprozentig gesehen? Sensationell! Nein, da warten wir nicht bis morgen. Das geht gleich nachher online. Danke dir. Ciao. Hi. Ja? Der versteckt sich tatsächlich im Studio. Das müssen wir groß fahren. Perfekt. Ich habe inzwischen auch meine Behördenkontakte spielen lassen. Es gibt eine intern vermerkte Flüchtlingsbehörde, dass 4 Flüchtlinge im Alsterfilmstudio untergebracht wurden.
und zwei davon wurden bereits wegen Randalierens aus anderen Flüchtlingsheimen geschmissen. Die Story ist top. Was glaubst du, wie oft das auf Facebook und Co. geteilt wird? Ach, ich freue mich ja so, dass das jetzt doch endlich geklappt hat. Man arbeitet ja auch nicht jeden Tag mit so süßen Jungs zusammen. Oh, vielen Dank. Ich meine doch nicht dich. Ich meine diesen Süßen hier. So, du kommst schnell wieder rein, bevor Pony seine Nase reinsteckt, Mensch. ما چیکار کردیم جواد با خدا؟ خودمون هم همرنگ جماعت شدیم با فرهنگ آلمانی خود جور کردیم. اوکی لوده، فیلن دانک فیس میتماخن، نه؟ دانکه. بیته. او، من spricht Deutsch. Ja, übrigens auf den lachenden Irren, da sollten wir unbedingt mal ein Auge haben. Der ist so notgeil, der hat schon Spuckefaden im Mundwinkel. Katastrophe. Riesenkatastrophe. Nun sag nicht, die neue Kamera ist auch kaputt. Schlimmer. Viel schlimmer. Hamburger Studio versteckt illegale kriminelle Terroristen? Wieso illegal? Kein Mensch ist illegal. Die tun gerade so, als wenn das Schwerverbrecher wären. Naja, die haben offenbar davon erfahren, dass sie schon mal aus Heim geflogen sind. Und dann ziehen sie halt solche Schlüsse draus. Woher wissen die das überhaupt mit dem Illegalen? Die Polizei hat ihn noch gar nicht gefunden, als die hier waren. Scheiße, die Frau vorhin. Welche Frau? Ja, da war eine Frau hier, die wollte angeblich das Studio mieten, aber dann ist sie hier durch, ohne dass wir sie aufhalten konnten. Und dann ja, dann hat sie wahrscheinlich diesen Ferrari-Dings da gesehen. Oh, das ist aber gar nicht gut. Der muss hier schnellstens weg. Das nächste Mal, wenn die Polizei anrückt, kommen die sicherlich mit mehr als nur zwei Beamten. So viel ist mal sicher. Naja, das Gebäude verlassen kann er jetzt jedenfalls nicht. Wieso? Guckt mal aus dem Fenster. Ach du Scheiße. Ausländer raus! Ausländer raus! Ausländer raus! Alter, wo kommt denn der Pöbel plötzlich her? Wir sollten runtergehen und mit ihnen diskutieren. Was willst du denn mit denen diskutieren? Ich gehe da jetzt runter, aber nicht um zu diskutieren. Versteckt ihr Feridun irgendwo? Ja, wo denn? Das weiß ich, bei Hartmut, der Nachbarfirma. Ausländer raus! Ausländer raus! Ausländer raus! Verstand verloren? Verschwindet ihr vielleicht nach Hause zum RTL-Glotzen? Ihr Unterschichtler! Das ist hier ein Gewerbehof, das ist Hausfriedensbruch. Liefern Sie uns den illegalen Asylanten aus, sofort! Genau, sonst fackeln wir die Bude ab! Genau! Es gibt hier keinen illegalen Asylanten, das ist Lügenpresse. Ach was! Wir wissen definitiv, dass Sie einen illegalen Flüchtling verstecken. Jawohl. Ach nee, Hitlers Stellvertreter, da hätte ich mir ja gleich denken können. Wir, die Bewegung Hagebutt, fordern die sofortige Ausgabe der Flüchtlinge. Sie werden von uns dann an die Polizei übergeben. Warum nicht gleich aufknüpfen? Mensch, Leute, merkt ihr noch irgendwas? Wir liefern hier niemanden aus. Und du mach ab, dass du nach Hause kommst und mach das, was du am besten kannst. Die Frau schlagen, die Kinder missbrauchen und den Hund treten. Du, Göring für Hartz-IV-Empfänger. Sowas hat einen deutschen Pass, pfui. Ich geb dir gleich meinen deutschen Pass mit Stempel. جواد بهتر از همینجا باشی. برای چی؟ دکتر خودش گفته باید در شرایط تست خود به قرار بتا. حتما منظرش این موقعیت نبودم. باند گوایی. Verschwindet ihr jetzt oder sollen wir die Polizei rufen? Rufen Sie nur die Polizei, ansonsten übernehmen wir das. Und dann werden wir sehen, auf wessen Seite die sind. Ahoi, چه خبره؟ ما با کسی کاری نداریم. به کسی صدمه نمیرسونیم. خواهش میکنم مثل یک انسان با ما رفتار کنید. از این مهمان نوازی دارم تشکر. Jetzt wird er auch noch frech. Sprich mal Deutsch, du Arschloch. Abschieben den Ziegenficker. Ahoi! Aram sind die Katanorata. Wir sitzen in der Falle. Die sind noch stundenlang da unten. Na, meine größte Sorge ist für mich, dass die scheiß Bullen hier gleich aufschlagen. Ja, was machen wir dann? Sollen wir uns hier verbarrikadieren, oder? Ja, das wird auch viel bringen, mein Lieber. Wo ist denn überhaupt der Illegale? Habt ihr den zu Hartmut rüber geschafft? CF ist mit dem rüber. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich sind die leise. Wir handeln mit Stecknadeln. Habt ihr auch Stecknadeln da unten?
Stecknadeln? Hartmut, der versteht dich nicht. Ach so. Wir handeln mit Stecknadeln. Habt ihr auch Stecknadeln da unten? Hartmut, der spricht kein Deutsch. Ach so. Ja, leider spreche ich kein Spanisch. Er auch nicht. Sie waren doch neulich erst hier. Aber da haben wir vielleicht nicht gründlich genug gesucht. Ich habe Ihnen doch bereits erklärt, die 4 Flüchtlinge sind mit Genehmigung der Behörde bei uns. Nun stellen Sie sich doch mal nicht so dumm. Wir reden von dem illegalen Flüchtling, nach dem wir letztes Mal geguckt haben. Ja, wenn der neulich nicht hier war, wird er heute auch nicht hier sein. Nur weil die dubiose Seite im Netz irgendwas behauptet. Solchen Hinweisen müssen wir natürlich nachgehen. Und wie sieht's aus? Nichts zu finden. Und groß ist das hier auch nicht. Wir haben jede Ecke gründlich abgesucht. Na bitte. Dann war's das mal wieder für uns. Aber wir werden wiederkommen. Ja. Könnt ihr bei der Gelegenheit auch gerne unsere geklauten Kameras mitbringen. Alles gut, Jungs. Keine Panik. Hey, wo sind die Katzenbalken? Was habt ihr denn jetzt mit? Hat das rausgeholt. Tut mir leid, aber wir konnten den illegalen Flüchtling nicht sicherstellen. Was? 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 Das gibt's doch gar nicht. Beate hat ihn hundertprozentig gesehen. Jetzt mach du mal keine Sorgen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Wir erhöhen den Druck einfach von Stunde zu Stunde mehr. In Notfall werfen vor der Polizei und den Behörden Datenlosigkeit vor. Was glaubst du, gut, dass das bei Politikern in Wahlkampfzeiten aufkommt? Jawad, mal schüssi di. Bibin. Meine Fresse, Leute, wie sollen wir bloß aus dieser Nummer wieder rauskommen? Ja, vor allem jetzt, wo öffentlicher Druck da ist. Na, eins ist ja mal klar, heute Abend kommen wir hier gar nicht mehr raus. Die lauern doch da unten wie ein Rudel Wölfe. Dankeschön. Ja, passt schon. Überhaupt, sag mal, wir haben doch im Laufe der Zeit so viele schöne Flaschen in meinem Kühlschrank gesammelt. Da wird's doch mal Zeit, da mal die Luft rauszulassen. Wir können heute eh nichts mehr reißen. Da können wir es auch mal krachen lassen. Das finde ich eine gute Idee. Ja. Seid ihr bescheuert? Wir brauchen doch jetzt einen klaren Kopf. Wir können uns doch jetzt keinen hinter die Binde kippen. Komm, wieso? Nach der Aufregung könnte ich einen Trink gebrauchen. Ja, eben. So. Ach komm. Ja, eben. Los. Hallo. Ihr Rekabi, ich muss nicht mehr schauen, dass die Polizei beginnt. Bale, ja, gut, dass ich schon kam. خب پس من میرم یک چیزی به خودم بریزم ما که دالمان هستیم شراب خوری هم جزشه های رقمی که شد بیایم بریم ما هم بخوریم دیگه او بای اون سانی فلاش 200 یورو یا دا wäre ich aufgeflüchtet so viel ist mal sicher Jungs pass auf Ich weiß, wir haben natürlich die eine oder andere sprachliche Barriere, ist mir völlig klar. Aber wenn ich eins gelernt habe im Leben, ja, dann ist es Prost in allen Landessprachen. Deswegen sage ich jetzt mal Wohlsein, Stoll, Slontje, Cheers, Vassalamati. Ja. Ah! Vassalamati. 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 Ja, komm her. Ja? Ach, komm hier. Was soll er mit dir? Was soll er mit dir? Ah, ich schenke das, eh? Weil ich Coca-Casti, also ich kann das gar nicht. Ich hoffe, ich mache nur mich ein Coca-Casti. Ich schenke das. Sag ich doch, sag ich doch. Ach hier, Mensch! Ich muss erst zur zweiten Stunde.
Hallo? Hallo, wer ist denn da? Polizei auf dem Boden! Polizei, keine Bewegung! Polizei! Polizei! Polizei auf dem Boden! Runter! Runter! Polizei, Hände hoch! Los, hoch hier! Sag mal, was war das denn gerade? Ich glaube, die haben gerade die Flüchtlinge mitgenommen. Warum haben Sie einem abgelehnten Asylbewerber hier Unterschlupf gewährt? Das wussten wir ja zunächst gar nicht. Erst als nach dem gesucht wurde. Und das hätte die anderen Flüchtlinge sicher sehr aufgebracht, wenn wir deren Kollegen an die Bullen verpfiffen. Also an die Polizei verraten hätten. Ja, genau. Wer weiß, zu was die fähig gewesen wären. Wenn die Rache geschworen hätten. Das Ganze ist auf jeden Fall eine höchst unangenehme Angelegenheit. Dass wir als Stadt Flüchtlinge an Privatpersonen und Unternehmen zur Unterkunft weitergeben, das müssen wir nun wirklich nicht an die große Glocke hängen. Wir haben noch überhaupt kein Geld bekommen. Da wird auch nichts mehr kommen. Wir haben jetzt die Medien dahingehend informiert, dass eben kein Geld geflossen ist, sondern dass sie sich bereit erklärt haben, die Flüchtlinge in Eigenfinanzierung aufzunehmen. Ach, was sind wir doch für soziale Menschen. Ja, und was ist jetzt mit den Flüchtlingen? Abgeschoben werden soll ja nur einer. Die anderen haben ihn gedeckt und damit haben sie sich mitschuldig gemacht. Jetzt wird es ein Schnellverfahren geben und dann werden alle abgeschoben. Nach Afghanistan? In der Situation? Das geht nicht, Leute, da müssen wir was machen. Ja, na super. Soll ich mich vielleicht aus Protest vor der Behörde nackt anketten oder darf ich mich gleich in die Luft sprengen? Ja, und wie ist da jetzt das Prozedere? Heute um 17.15 Uhr findet eine Anhörung statt. Da wird dann nochmal im System der Aufenthaltsstatus gecheckt. Und wenn dann die Abschiebung bestätigt ist, werden die Herren heute Nachmittag noch ins Flugzeug gesetzt. Der Druck der Medien ist einfach groß. Und wie gesagt... Es ist Wahlkampf, wissen wir. Tja, bleibt mir nur noch zu sagen, dass es wirklich eine ganz bedauerliche Angelegenheit ist. Ich werde mich natürlich dafür einsetzen, dass es gegen Sie kein Verfahren geben wird. Tja. Tschüss. 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 Tja, das war's dann wohl. Das ist natürlich schon hart, dass die Jungs nach Afghanistan abgeschoben werden. Ja, und wie hart das ist. Das ist Kriegsgebiet. Da müssen wir irgendwas unternehmen. Denk doch mal an den traumatisierten Kerl. Den kannst du nicht zurückschicken. Da können wir aber nichts unternehmen. Was sollen wir denn gegen die geballte Staatsgewalt ausrichten? Vielleicht eine anonyme Bombendrohung per Telefon. Sehen Sie mal, hast du Moos auf der Tanne? Bist du jetzt völlig wahnsinnig oder was? Oder wir besorgen uns einfach Spielzeug-MGs und stürmen den Laden einfach so. Piu, 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 piu. Das ist keine virtuelle Welt, Thomas. Das ist die harte Realität. Moment mal. Was denn? Wie sagte Frau Geiger gerade? Bei dem Anhörungstermin heute um 17.15 Uhr wird der Status der Flüchtlinge gecheckt. Ja, und? Ja, wie wäre es, wenn wir den Status einfach ändern? Ach, du meinst, indem wir uns einfach in das System hacken, ne? Genau! Ja, grandiose Idee. Nur leider nicht umsetzbar. Seid ihr irre? Das Bundesinnenministerium hacken? Ja, warum nicht gleich das Pentagon hacken und ein paar verdammte Raketen nach Russland abfeuern? Ja, ich denke mal, es scheitert schon daran, dass keiner von uns so etwas hinkriegt. Wieso? Wir kennen doch jemanden, der das kann. Hey, bei euch muss er echt Not am Mann sein, wenn ihr mich hier in Windeseile antickert. Ja, das kann man so sagen. Uns ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass du beim Hacken eine echte Koryphäe sein sollst. Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber wird wohl eher ein Gerücht sein. Also wir brauchen dringend deine Hilfe, wir haben nur noch ein paar Stunden Zeit. Worum geht's denn? Beim anderen Casino ein bisschen was abstauben oder wollt ihr kostenlos ein bisschen Netflix gucken? Wir möchten, dass du dich für uns in das Computersystem des Bundesinnenministeriums hackst.
Hallo. Ist er auf Klo oder war fair am Arsch? Ins Bundesinnenministerium hacken. Seid ihr bescheuert? Wollt ihr, dass hier ein Einsatzkommando der Polizei aufläuft? Das haben wir für heute eigentlich schon hinter uns. Es geht darum, Menschenleben zu retten. Nee, sorry. Die Nummer ist mir zu heiß. Da sucht euch jemand anderen. Ja, es gibt leider keinen anderen. Also schön, wenn du das nicht kannst, dann kann man nichts machen. Ich dachte, du wärst dazu in der Lage, also. Ey, Moment, das bin ich auch. Ich kann das durchaus, ich will aber nicht. Ach komm, Adam, das sind doch nur Ausreden. Der kann das gar nicht, ich wusste es. Was soll denn der Scheiß? Natürlich kann ich das. Wie würdest du es denn machen, wenn du es könntest? Naja, eigentlich ist es ganz einfach. Ich schaue mir die Webseite an und dann gucke ich, welches Backend dahinter ist. Und dann? بچه ها ببخش یکشون ما رو در سر انداختم اصلا فکرش هم نکن این وصفه همه که ما بود که تو رو کمک کنیم حالا چی اتفاقی افتاد؟ کجا رای کرد خواهد؟ او کجا دیگه افغانستان رای میکنه؟ آه! آرام باش نگران نباش همه چیز درست میشه آنها ما رو رای نمیکند یا بذار فکر کنم کل ما رو رای میکنه ملت آلمان از آدم های مثل مای تو بدشان میاد سیاست مدارم که پشت یک اتفاق میگرده که با تمام قدرت عکس العمل نشان بده آلمان هم در واقع مثل افغانستان است من به هیچ وجه بر نمیگردم همینم همه طور دقیقا ما را هیچ وقت بزور رایگه نمیتونم شاید هم بتونم Adam, es ist jetzt 17.15 Uhr, so langsam müsstest du tätig werden. Ich bin im System, aber das ist doppelt und dreifach verbarrikadiert. Ey, Online-Casinos sind da echt einfacher zu hacken. Fürs Protokoll. Abgleichung der Personalien. Feststellung des Aufenthaltsstatus der 5 anwesenden Asylbewerber. Name der ersten Person? Amin Hosseini. Okay, ich bin jetzt in der Kartei der statusgefährdeten Flüchtlinge aus Afghanistan. Gott, ey, so viele Namen. Wie heißen die jetzt? Puh, einer heißt Ferry. Ja, und wie ist der andere? Javid, Javad, Javud. Oh Leute, wie soll ich denn da weiterkommen? Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich allen in der Kartei einen Aufenthaltsstatus gebe. Allen? Also schön. Der Aufenthaltsstatus ist anerkannt. Wie bitte? Anerkannt. Eine Ausweisung kann nicht durchgeführt werden. Wie lautet der zweite Name? Fereydun Karimi. Der Aufenthaltsstatus ist anerkannt, auch in diesem Fall. Moin, Pornhagen. Herr Pornhagen. Und Ihr blödes Lächeln wird Ihnen gleich vergehen. So, warum denn? Weil die Polizei oben auf Sie wartet. Und nun hoffe ich, dass man Sie endlich einbuchtet. Na, dann wollen wir die Beamten mal nicht warten lassen. Und dem Vermieter habe ich auch schon Bescheid gegeben, dass Sie Dokumente gefälscht haben. Kriminelle Bande. So, dann bekommen Sie das. Ne? Ach, gut, dass ihr da seid. Guten Morgen, Sie wissen ja, warum wir hier sind. Ja, ich hab da so eine Ahnung. Ich hab dir gleich gesagt, das geht in die Hose. Ihren Optimismus möchte ich haben. Im Grunde war es Zufall, dass wir Ihre Kameras sicherstellen konnten. Die Kameras? Ja, Ihre gestohlenen Kameras. Das sind Sie doch, oder? Ja, das sind Sie. Das Betrügerpärchen konnten wir festnehmen und Sie hatten noch mehr Diebesgut bei sich gehabt. Also, auch einen schönen Tag Ihnen. Aha. Ja, und sonst haben Sie nichts weiter auf dem Zettel? Nein, momentan nicht. Unsere Kameras sind wieder da. Tja, und was ist mit den Flüchtlingen? Ja, keine Ahnung. Ich habe von denen nichts mehr gehört.
Was machen CF und Lars eigentlich da drüben im Studio so lange? Die sollen doch nur die Kulissen ein bisschen zusammenräumen. Ja, weiß ich doch nicht. Guck doch mal nach. Moin. Was macht ihr da drüben denn so lange? Wie, was sollen wir schon machen? Guckst du da ran? Hä? Nein. Nils, kommst du mal? Mann, was ist denn? Alter, was ist denn los? Heilige Scheiße. Holger? Kommst du mal? Ja, was gibt's denn? Ich werd verrückt. Ich bedanke mich für eure Hilfe und auch alle meine Freunde.